Vom Kochen habe ich so gar keine Ahnung. Das hat mich aber auch nicht daran gehindert, mir den Bosch Cookit zu kaufen und den packe ich in diesem Video aus. So, einmal aufmachen. Und ich bin mal gespannt, was hier drin ist. So, wir haben Papier. Weg damit. Und wir haben ein Kochbuch. Das Cookit Kochbuch. Das habe ich mir jetzt eigentlich nie so vorgestellt. Ich wusste aber, dass das Kochbuch dabei ist. Vielleicht hilft es ja trotzdem mal. Aber ich bin ja Freund vom Display. Also das Kochbuch. Dann haben wir eine Anleitung. Dann kann man sich die App runterladen. Da bin ich schon eher im Rennen. Bewerten soll man. Und dann hat man Klebeetiketten, Homemade with Love. Ich vermute mal, wenn man was gemacht hat, kann man die irgendwo draufkleben. Ja, vielleicht finden wir das noch raus. Papierzeug einfach zur Seite. Und jetzt kommen wir zu den interessanteren Sachen. Ich habe mir ja schon mal ein paar Videos von anderen YouTubern angeguckt, die das auch schon mal ausgepackt haben. Deswegen weiß ich so ungefähr, was so kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Spachtel hier immer so ein Kritikpunkt ist, weil der so hart ist, wenn man den auch vergleicht mit dem vom Thermomix. Ja, ist halt Hartplastik. Das kann ich bestätigen. Auch nicht irgendwie, dass es an den Kanten irgendwie besser ist. Naja, gehen wir mal weiter durch. Dann ist das der 3D-Rührer. Der soll dafür sorgen, dass mal ordentlich umgerührt wird und nicht alles irgendwie nur am Boden wird durchgeschaufelt. Schauen wir mal zur Seite. Dann haben wir die Schneebesen, glaube ich, ist der Fachbegriff. Wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung vom Kochen. Für was das gut ist, werde ich wahrscheinlich noch rausfinden. Dann eine Verlängerung. Die kommt auf den Motor drauf und dann kann man irgendwie oben noch was draufstecken. Das weiß ich auch schon aus anderen Videos. Und das ist das, glaube ich, das Schutzblech für das Messer. Und jetzt muss man vorsichtig sein. Das ist das Messer. Nun, ja, zwei Klingen. Ich glaube, sind auch ganz scharf. Deswegen ist so ein Schutzteil jetzt auch nicht mal so schlecht, wo das drin ist. Dann kann man sich nicht schneiden, logischerweise. Dann haben wir einen Deckel und einen dazugehörigen Topf. Ich glaube, das ist ein Gareinsatz, ist glaube ich der Fachbegriff. Packe ich auch erstmal zur Seite. Dann ist da jetzt noch ein größerer Topf. Also es gibt anscheinend zwei Untersätze. Das sieht mir auch wie ein Gareinsatz aus. Ich habe keine Ahnung. Auch mal zur Seite. So, dann haben wir hier die, ach komm, machen wir richtig kaputt, so Reibe-Schneidblätter, denn dafür braucht man, glaube ich, die Verlängerung und dann kann man halt von oben, meinetwegen Gemüse oder irgendwie sowas reintun oder Käse und den in Stückchen schneiden. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Styropor. So, und jetzt sehen wir schon das gute Teil. Das finde ich noch. Ach doch, hier ist noch dieser Einsatz, um halt diese Schneidedinger zu benutzen. Gucken wir uns auch gleich an. So, noch ein bisschen Styropor. Und jetzt noch ein bisschen Papier. Jetzt versuche ich den da mal rauszubekommen. So, da haben wir das Teil und Unboxing ist ja nicht so meins, habe ich noch nicht so häufig gemacht. Guck natürlich andere Videos, ich weiß, wie der Hase läuft. Das Hauptgerät erstmal zur Seite stellen.
und das ganze Zubehör reinhauen. So, das ist alles, was da drin war, plus logischerweise das Kochbuch. Und ich schnapp mir nochmal hier diesen Zettel, der oben drauf lag. Denn hier wird mir schon mal direkt erklärt, das, was ich teilweise ja schon wusste, der 3D-Rührer, der Spachtel, klar der Cookit, das Universalmesser, die, ich habe sie glaube ich Schneebesen genannt, das sind die Zwillingsrührbesen, Dampfgarzubehör, das habe ich schon mal richtig gescheckt und der Zerkleinerungsaufsatz mit zwei Wendescheiben und natürlich halt wieder die App. Nichts auf der Rückseite. So. Man kann anscheinend den kleinen auf den großen Dampfgaraufsatz setzen oder auch nur den großen benutzen, würde ich mal vermuten. Ja, was man damit macht, ich habe keine Ahnung, das werde ich ja noch lernen. Das erklärt mir hoffentlich der Cookit oder auch das zugehörige Kochbuch. Ich habe keine Ahnung, wie viel drin ist. Es gibt keine Literangabe draußen dran, aber anscheinend Spülmaschinen geeignet, das ist schon mal gut. Braucht man aber auch generell eine große Spülmaschine. Das wusste ich aber auch schon vorher. Ja, gibt eine Maxangabe, aber keine Literangabe. Normales Plastik, kann man nichts gegen sagen. Mir fehlen da auch jetzt die Vergleichswerte. Ich finde es erstmal vollkommen okay und wertig. Ich glaube, in ein paar Videos wurden von anderen YouTubern gesagt, ist eher billiges Plastik. Kann ich jetzt erstmal so nicht zu sagen. Da wüsste ich jetzt nicht, was hochwertiges Plastik wäre. Das Messer habe ich mir ja gerade schon einmal angeguckt. Das ist ja schön. Das rastet so leicht ein in dieses Schutz-whatever, wie man es nennt. Was schon mal ganz gut ist. Wie gesagt, Verletzungsgefahr. Der Zwillingsrührbesen. Auch vollkommen okay. Gutes Plastik. Mattes Plastik hier oben. Hier ist irgendwie glänzendes. Das finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Das sollte irgendwie, finde ich, immer aus einem Guss sein. Der Spachtel. Ja, bei dem Spachtel kann ich jetzt vielleicht durchaus verstehen, wenn man sagt, der fühlt sich vielleicht ein bisschen billig an. Ich würde jetzt auch nicht billig sagen, ich würde sagen, ist 0815 so Haushaltszubehör, was man halt auch im Supermarkt bekommt. Die Verlängerung für die Scheiben. Mal eine raus. Die wird dann genau so drauf gesteckt. Und dann nimmt man sich dazu noch den Aufsatz und die Scheibe ist dann hier drunter und mit diesem Teil kann man die Sachen runter stopfen, damit auch wirklich alles dann zerkleinert wird. Vollkommen in Ordnung. Der 3D-Rührer, auch wieder aus zwei verschiedenen, nicht Materialien, aber Oberflächen, glänzend und einmal matt. Vielleicht macht das auch Sinn für irgendwas, dass Sachen nicht dran kleben, wenn die auf der glänzenden Oberfläche sind. Auch da wieder. Es wird sich zeigen. Die zweite Scheibe, die spare ich mir jetzt mal. Und pack das Zeug erstmal mal zur Seite und dann gucken wir uns den Cookit einmal komplett an. So, da ist das Hauptgerät. Und ich habe mal einen Zollstock geholt. Denn das Gerät hat ein paar ordentliche Maße und ich habe halt vorher geguckt, ob es überhaupt gleich auf die Arbeitsfläche passt. Das sind so hier knapp 44 Zentimeter und in der Breite, nehmen wir hier mal den Topf oben mit den Henkeln, kommen wir auf 35 und die Höhe, da haben wir knapp 30, wenn der Deckel zu ist, aber logischerweise braucht man ein bisschen Luft nach oben und nach unten, wenn man ihn aufklappt. Das ist nicht wenig, den Platz muss man auf jeden Fall haben. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen blöd. So, irgendwie kann man den Deckel wohl so aufmachen. Hier ist noch ein Messbecher bzw. Verschluss drin, wo ich nicht weiß, wie ich den rauskriege. Ja, dann werde ich vielleicht doch nochmal in die Einleitung gucken. Hier ist nochmal so ein Dampfgareinsatz. Ja, aber man sieht hier immer hier oben, wo es aufgeht oder wie es einrastet. Dann hat man hier diesen kleineren Dampfgareinsatz, der sich oben drauf legt. Also man könnte darunter noch zerkleinern. Ja, wofür auch immer. Und den Deckel kann man auch ganz rausholen. Der ist nach meinem Wissensstand sogar noch einmal
Ja. Aufmachbar zum Reinigen. Genau. Dann kann man den nämlich auch in die Spülmaschine tun und hinterher ist alles schön sauber. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Man sieht hier die einzelnen Punkte. Das ist so ein Reinigungsbesen, ein offenes Schloss, ein zues Schloss. Und so werden die dann immer vernünftig arretiert und sind fix. Das müsste eigentlich auch mit dem Deckel hier klappen. So, genau. Zack, zu. Eigentlich. Ganz einfach. Dann der Topf. Oh, okay. Ich dachte, der ist fest, weil der hat schon ein ordentliches Gewicht. Fast 3 Liter, also 3 Liter Max ist angesagt. Hier in der Anzeige. Gummierte Griffe. Edelstahl, würde ich mal sagen. Unten sind logischerweise die Kontakte. Der ist massiv. Finde ich schon mal gut. Und ansonsten haben wir jetzt hier den Cookit mit dem Display vorne, das natürlich jetzt schon ein bisschen angetatscht ist. Ich glaube, das ist sofort wieder so ein Nachteil, den wir immer bei Displays haben und dann wahrscheinlich in der Küche sowieso, wenn es noch fettig wird. Das sind die Touch-Elemente, die der Cookit noch hat. Es gibt keine manuelle Einstellungsmöglichkeit, selbst der Ein-Aus-Knopf ist Touch. Da wird sich zeigen, ob das so super duper ist. Ein vernünftiger Schalter, sage ich ja, ist immer nicht schlecht, zumindest an aus. Aber schauen wir mal. Und stecken den jetzt einfach mal in die Steckdose. So, jetzt ist er fertig und dann habe ich hier ein kleines Tutorial. Also, es geht weiter. Siedepunktautomatik, ja, ist jetzt so semi-spannend, ne, das alles hier vorzulesen. Einfach mal weiter, so wie man es immer macht, einfach mal durchklicken und dann hinterher verbinden. Direkt mit der App verbinden, das möchte ich jetzt nicht machen. Man kann es auch direkt über einen QR-Code runterladen, schön benutzerfreundlich. Ich gehe einmal raus. Ja, ich möchte jetzt nicht verbinden. So, und bekomme jetzt hier eine kurze Erklärung, was die einzelnen Symbole bedeuten. On-Off ist relativ klar. Dann hier ist das Hauptmenü und wahrscheinlich halt auch immer, wenn ich irgendwo mich in dem Menü befinde, kann ich dann wieder zurück. Und rechts, das ist die Waagefunktion, denn der Cookit hat eine Waage integriert. Wenn man halt Guided Cooking macht, sprich die Rezepte werden einem auf dem Display vorgelesen und die Sachen reinpackt in den Topf, dann sieht man immer, ob man die richtige Grammzahl hat und kann damit logischerweise ganz einfach auch die Sachen auswiegen und braucht keine extra Waage. Also es soll ja auch diverse Geräte ersetzen. Dann gehe ich nochmal auf Weiter, dann wird mir das generelle Menü erklärt auf dem Display. Es gibt einmal die Rezepte. Ich glaube, die haben so an die 200 Rezepte jetzt am Start. Ist eben nicht so viel wie beim Konkurrent Thermomix. Aber das Teil gibt es ja erst seit ein paar Monaten. Von daher glaube ich, da wird es auch noch mehr Rezepte geben. Und es wird sich wahrscheinlich auch eine kleine Community drumherum bilden, was sich auch teilweise schon gemacht hat. Es gibt komplette YouTube-Kanäle, wo die Leute kochen. Das will ich jetzt hier nicht machen. Ich werde vielleicht auch noch mal was ausprobieren und vielleicht auch das ein oder andere Kochvideo machen. Aber natürlich keinen kompletten YouTube-Kanal. Und da gibt es wirklich schon tolle Kanäle. Könnt ihr halt auch mal in der Beschreibung unten gucken. Da packe ich mal 1, 2, 3 rein, wo man halt einen Eindruck kriegt, wie man mit dem Cookit kochen kann. Dann werden die Zubehörteile erklärt. Der 3D-Rührer ist eigentlich alles wirklich schön gemacht. Man sieht hier so kleine Symbole, oder nicht Symbole, halt wirklich Zeichnungen, wie der eingesetzt wird. Oben hat man ein schönes Foto. Display macht erstmal einen guten Eindruck. Fühlt sich ein bisschen nicht so hundertprozentig responsive an, wie beim, meinetwegen bei einem iPad, aber ist vollkommen erstmal funktionell. Zwillingsrührbesen wird auch erklärt. Das Universalmesser logischerweise. Der Zerkleinerungsaufsatz. Das Dampfgarzubehör haben wir ja alles schon gehabt. Und die Hinweise zur Erstanwendung kann man sich im Video angucken oder direkt starten, so wie ich es jetzt mache. Und hat hier direkt Rezepte, Automatikprogramme, manuelles Kochen. Also bei Rezepten, da wird man eben durch ein Rezept auch durchgeführt, Schritt für Schritt. Manuelles Kochen, da muss man wissen, was man tut. Ich glaube, das ist nicht meine Welt. Ich bin gespannt, wie der Cookit mich dazu bringt, auch mal wirklich was auf die Reihe zu bekommen, indem man mir sagt halt, mach dies, mach jenes, so viel davon, jetzt das und jetzt das.
Dann gibt es eine Merkliste und logischerweise Geräteeinstellungen. Denn als erstes müsste das Teil wohl erstmal ins WLAN, damit er sich dann entsprechend verbinden kann. Und dann guckt man mal so weiter. So, das ist der Cookit. Ich habe ihn ausgepackt und die nächsten Tage und Wochen werde ich ihn ausprobieren. Und dann gibt es, wie gesagt, noch das ein oder andere Video, wie der Cookit denn dann auch wirklich so im alltäglichen Leben, wobei alltäglich bei mir eher, weiß ich nicht, wahrscheinlich mal auf ein paar Wochenenden hinausläuft, dass ich mich da mal rantaste an das Thema Kochen. Ich bin gespannt.